Deutschland ist Veranstalter der Europameisterschaft im nächsten Jahr und muss sich deshalb nicht qualifizieren. Nur Freundschaftsspiele bis dahin, aber natürlich sind die anderen Nationen gefragt und die beleuchten wir jetzt. EM-Quali mit Marcello, der ist raus aus Hessen, aber ihr wisst ja, sobald er rausgeht, die Landesgrenzen überschreitet, dann verirrt er sich. Hallo Marcel. Hallo Carsten, danke für die schöne Anmoderation. Ja. Es tut mir auch sehr, sehr leid und es tut mir auch im Herzen weh, dass ich selbst im Urlaub die Zeit mit dir verbringen muss. Ja, genau. Du bist natürlich auch umgeleitet worden, also irgendwas stimmt da nicht, aber insgesamt bist du, glaube ich, zufrieden und wir freuen uns, wenn ihr hier ein Abo hinterlasst, denn wir wachsen und wachsen, auch wenn Marcello manchmal die Orientierung verliert und das Hotel nicht findet. Also, bitte, auch Carsten, auch für griechische Reisetipps, vor allen Dingen Wege aus Deutschland nach Griechenland mit 2, 3 Umwegen. Könnt ihr gerne mich fragen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ich kenne mich seit Samstag sehr, sehr gut aus. Genau, also Kalimera, Kalimera, aber wir fangen mit Belgien an. Belgien ohne De Bruyne gegen Österreich und damit natürlich auch gegen Ralf Rangnick. Das scheint mir doch eine brisante Geschichte zu sein. Tedesco gegen Ralf Rangnick, das ist natürlich eine brisante Geschichte. Beide haben ja eine RB-Vergangenheit, beide kennen sich sehr gut. Also deswegen, der neue Coach der Belgier, um das nochmal zu sagen, Domenico Tedesco, Ex-Leipzig, Ex-Schalke, der ist Nationalcoach mit noch nicht einmal 40 Jahren. Ja, und der hat gut gemacht. Also die ersten beiden Spiele hat er gewonnen mit der belgischen Nationalmannschaft. Ja, dieses Testspiel gegen Deutschland mit 3-2 plus auch gegen Schweden 3-0 in der EM-Qualifikation. Das heißt, einen sehr guten Start hingelegt, auch eine sehr erfrischende Spielweise. Also gar nicht so, wie man Tedesco eigentlich kennt. Er ist ja eigentlich eher so jemand, der aus dem gesunden Mittelfeldpressing ein bisschen defensiv agiert, aufs Umschaltspiel hofft. Das hat er zwar auch so umgesetzt bei den Belgiern, das hat man gegen Schweden gesehen, aber sie haben einfach enorm viel Qualität, das muss man so sagen, ja, ob das ein Lukaku war in den Testspielen, ob das De Bruyne war, der jetzt natürlich ausfällt, weil sich verletzt hat im Champions-League-Finale und trotzdem, da kommt natürlich auch immer wieder ganz, ganz viel nach, ja, eine sehr gute junge Generation, die Belgier mittlerweile schon wieder haben und wenn sie ja Probleme hatten, dann war es eher die Defensive, aber auch da muss ich sagen, haben sie sich zuletzt deutlich gesteigert, auch gegen Deutschland, auch gegen die Schweden und deswegen glaube ich, dass Belgien da auf einem ganz guten Weg ist. Das heißt, Ralf Rangnick wird verlieren gegen Tedesco? Er wird auf jeden Fall nicht gewinnen. Das ist mein Tipp. Also ich glaube nicht, dass Österreich jetzt in Belgien 3 Punkte holt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann sollte man vielleicht noch statistisch erwähnen, dass in 8 von 10 österreichischen Länderspielen unter Ralf Rangnick maximal 3 Tore gefallen sind. Also wirklich viel war nie geboten, wie viel Spektakel an Toren. Und zudem hat ja Österreich im letzten Qualifikationsspiel erst ganz knapp mit 2-1 gegen Estland gewonnen. Da lagen sie zur Halbzeit sogar 0-1 hinten, haben dann nur 2-1 gewonnen, haben mich ebenfalls nicht überzeugt. Und deswegen lautet hier mein Tipp bei Belgien-Österreich 1x und unter 3,5 zu einer Quote von 1,65. Portugal spielt gegen Bosnien. Sieht jetzt auf dem Papier, so wie ich das hier lese, echt easy aus für Portugal. Ja, würde ich so sogar unterstreichen, auch wenn Bosnien natürlich nicht unterschätzt werden darf, aber Portugal macht für mich einen guten Eindruck. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, unter dem neuen Trainer Roberto Martinez läuft es nochmal besser als unter dem alten Trainer Dos Santos, der wirklich auch viele Übrigens Jahre... Übrigens der Ex-Belgien-Coach, ja, damit wir das auch nochmal erwähnt haben. Genau, und Cristiano Ronaldo, Carsten, er ist auch wieder da, er ist auch wieder nominiert worden, er hat bei den ersten beiden Qualifikationsspielen in 2 Spielen 4 Tore gemacht. Ja, also Respekt. Ja, wenn man jetzt despektierlich wäre, würde man sagen, ein Untoter. Aber wie ist eure Meinung dazu? Cristiano Ronaldo forever oder muss der mal Platz machen für Nachwuchskräfte, wie beispielsweise Leao, der ja auch auf der linken Seite spielt und für mich ein überragender Kicker ist? Ja, ich denke, es wird wieder so darauf hinauslaufen, dass Ronaldo in der Spitze spielen wird, Leao über die linke Seite. Ja, das Fakt ist die Lösung, ja. Ja, Fakt ist, Ronaldo hat 198 Länderspiele gemacht. Er steht jetzt vor seinem 199. und er hat schon 122 Tore erzielt. Also wirklich Rekordzahlen bei den Portugiesen. Deswegen alles, was wir sagen, mit vollstem Respekt, wirklich Anerkennung für die Karriere, die ich hingelegt habe. Ob er jetzt natürlich noch da reingehört, ist die andere Frage. Aber um zu meinem Tipp zu kommen, ich glaube, dass Bosnien zumindest eine Halbzeit lang das Spiel relativ ausgeglichen gestalten kann. Ja, Bosnien, da muss der Ansatz natürlich sein, möglichst lange die Null zu halten, möglichst lange das Unentschieden zu halten. Und dann wird Portugal vielleicht ein bisschen nervös in der zweiten Halbzeit. Die Bosnier können kontern. Und deswegen sage ich als Tipp zu einer Quote von 2,02, dass in der zweiten Halbzeit mehr Tore fallen als in der ersten Halbzeit. Okay, das ist dann der Tipp zu Portugal
gegen Bosnien. Ja, und ich denke mal, Cristiano Ronaldo sollte auf jeden Fall dann Spiel Nummer 200 auch noch bekommen. Jetzt haben wir Andorra gegen die Schweiz. Ja, das ist natürlich eine klare Ausgangslage. Andorra, einer der viel zitierten Fußballzwerge, die es ja eigentlich nicht mehr gibt. Trotzdem sind sie natürlich einer der klare Außenseiter. Ein Spruch von Berti Vogts übrigens. Ja, und Ich glaube, die da hat er Schweiz sein ist. Copyright drauf gestempelt. Ja, dann hoffe ich, dass ich das kurz benutzen durfte. Aber ja, Schweiz gut gestartet in ihren Qualifikationen, 5:0 gegen Weißrussland gewonnen, dann danach 3:0 gegen Israel, was durchaus schon eine Ansage war, weil Israel jetzt kein Kanonenfutter ist in dem Sinne. Und Andorra hat zuletzt überraschenderweise im Kosovo gepunktet. Ja, damit hätte man im Vorfeld auch nicht unbedingt gerechnet. Und trotzdem sage ich eine ganz klare Ausgangslage. Und deswegen, Schweiz gewinnt dieses Auswärtsspiel mit mindestens 3 Toren Vorsprung, also Schweiz minus 2 als Handicap und dafür eine Quote von 1,70. In Malta gibt es ja auch eher englisch orientiertes Food, also da ist die Ernährung englisch orientiert. Die spielen gegen England. Malta gegen England. Ja, im Wobei mir krassen fällt da Pass. noch ein von Rudi Völler, Füße aus Malta. Immer wieder ein Spruch, der in Erinnerung bleiben kann. Ich glaube, du hast auch einen Fuß aus Malta, ja? Nee, Obwohl du in Griechenland bist. ja, ich sag mal so, ich hätte gerne einen Fuß wie Jude Bellingham. Leider ist das Thema jetzt erledigt in Dortmund. Der ist ja zu Real Madrid gewechselt. 103 Millionen, auch da würden wir gerne mal eure Meinung hören. Ist das ein angemessener Preis? Also was heißt schon angemessen, aber marktgerechter Preis, sage ich mal so. Er kann ja noch ansteigen mit verschiedenen Bonizahlungen. Und deswegen, ja, ich bin mit einem Auge ein bisschen traurig, dass er natürlich weg ist aus Dortmund. Aber mit dem anderen Auge, mit 103 Millionen kann man schon einiges verpflichten. Und damit meine ich nicht Felix Metscher, sondern auch gute Spieler. Und ja. Trotzdem, Jude Bellingham wird ausfallen übrigens, jetzt gegen Malta, weil er noch verletzt ist. Das noch zum Spiel. Und mein Tipp lautet natürlich, dass England das Spiel schon relativ früh in die eigenen Bahnen lenken wird, vermutlich schon in der ersten Halbzeit. Und deswegen lautet hier mein Tipp, aufgrund dieser klaren Qualitätsunterschiede beider Mannschaften, über 1,5 in der ersten Halbzeit, also mindestens 2 Treffer nach 45 Minuten. Und dafür gibt es eine Quote von 1,82. Vielleicht habt ihr da auch noch alternative Tipps. Lettland ist Gastgeber für die Türkei. Ja, und auch da habe ich mal einen interessanten Spieler rausgesucht, nämlich Orkun Kökçü. Ja, und wer ist das? Das war der Kapitän von Feyenoord Rotterdam. Ja, die letzten Jahre hat er wirklich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Wechselt jetzt zu Benfica Lissabon, zu Roger Schmidt. Spielt dort übrigens mit seinem ehemaligen Partner aus dem Feyenoord-Mittelfeld zusammen, aus Norwegen. Und ja, ich sag mal, die Türkei hat eigentlich einen sehr, sehr guten Kader, aber irgendwie können sie dieses Potenzial nicht so richtig ausschöpfen. Das hat man jetzt auch in der Qualifikation wieder gesehen. Irgendwie zum Sieg gezittert gegen Armenien mit 2:1. Davor haben sie dann, oder dann haben sie gegen Kroatien verloren, 0:2, plus Wales ist noch mitten in der Gruppe und deswegen wird das schon eine schwierige Aufgabe, da sich wieder zu qualifizieren für Stefan Kuntz und die Türken. Und Lettland darf man nicht unterschätzen, weil da habe ich auch ein, zwei Ergebnisse herausgesucht, die man mal im Hinterkopf behalten sollte, nämlich dass in der WM-Qualifikation vor 2 Jahren die Türkei gegen Lettland nur 3:3 gespielt hat. Das Spiel war sogar in der Türkei und das Rückspiel in Lettland hat die Türkei ganz knapp mit 2:1 gewonnen. Das heißt, ich erwarte auch diesmal wieder ein sehr, sehr knappes Spiel. Und deswegen sage ich, die Türken gewinnen maximal mit einem Tor Vorsprung. Also mein Tipp, Lettland plus 2 als Handicap, 1,83 ist die Quote. So, und dann schließen wir das Ganze doch ab mit David gegen Goliath. Also mehr David gegen Goliath geht ja kaum. Gibraltar gegen Frankreich. Also Gibraltar ist ja erst seit kurzem überhaupt als eigenständige Fußballnation anerkannt worden. Und jetzt spielen die gegen Frankreich, den Vize-Weltmeister. Ja, gut, dass du sagst, Carsten. Ich wollte jetzt gerade sagen, Frankreich der Weltmeister, aber das ist ja Argentinien geworden. Ja, hatte ich übrigens vorhergesagt, aber ja, wer hört schon ja, auf mich? Ja. das ist die Frage. Aber ja, du sagst es natürlich, eine ganz klare Ausgangslage zugunsten der Franzosen. Sie haben die ersten beiden Qualifikationsspiele gewonnen, 1:0 gegen Irland, das war nicht sonderlich überzeugend. Davor haben sie allerdings 4:0 gegen Niederlande gewonnen. Ja, übrigens Nations League mit den Niederlanden, mit Italien, mit Spanien, mit Kroatien. Das ist Viererturnier, dieses Final Four haben wir auch nochmal ausführlich und thematisiert, mit Tipps versehen. Könnt ihr euch gerne anschauen und denkt immer dran, unbedingt das Abo dalassen unten.
Und ja, mein Tipp hier einfach, Carsten, da habe ich ein bisschen so einen Spezialtipp herausgesucht. Ich sage nämlich, Frankreich gewinnt das Spiel auf Gibraltar entweder mit 4:0, mit 5:0 oder mit 6:0. Das sind die drei Ergebnisse, die ich heraushaue für dieses Spiel. Und dafür gibt es dann eine Quote von 2:12. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, sollte er spielen, Kylian Mbappé da auch mindestens doppelt treffen wird. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier die Übersicht der Tipps von Marcello für die EM-Qualifikation. Da bleibt mir nur zu sagen, Marcello, blas die Schwimmflügel auf und dann kannst du mit deiner Freundin jetzt auch ins Meer steigen. Danke, danke, Carsten. Danke, Carsten. Genau das werde ich tun. Ja, ist das der Plan gewesen, oder? Ja. Genau das werde ich tun, ja. Gut. Kannst auch ein Lama aufblasen und dich da drauflegen, so ein aufblasbares Lama. Also. Viel Spaß, wie gesagt, wir haben auch die Nations League für euch im Programm. Bis dahin.